Die Wahlretter, so werben sie für sich. Die Piratenpartei, die, die alles anders machen wollen. Die Aufsteigerpartei, die, die es in Berlin geschafft hat. Und genau die wollen in Hannover auch in den Landtag. Unkonventionell geben sie sich und siegessicher. 6% werden wir erreichen. Es wird knapper, als ich vorher gesagt habe, aber wir kommen gut rein. Ich denke, das können wir auch schaffen, denn viele Menschen haben sich noch nicht entschieden, wen sie wählen. Und es gibt auch viele Menschen, die wir hoffen, an die Wahlurne zurückzuholen und da ein bisschen mit der Politikverdrossenheit aufzuräumen. Für die Wahlurne der Piratenpartei gibt es viele Kandidaten auf der Liste. Aber vor allem sind diese beiden die Gesichter des Wahlkampfs. Meinhard Ramaswamy und Katharina Nokun. Sie gehen in die Tiefen des direkten Wahlkampfs, nicht nur auf der Straße. Genau da. Flyer verteilen ohne Ticket. Fahrscheinlos heißt das. Nicht etwa schwarz fahren. Wir fahren heute blau. Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass einfach ein steuerfinanziertes System, bei dem jeder so viel und so oft die öffentlichen Personennahverkehrslinien in seiner Region nutzen kann, einfach ressourcenschonender und auch sozial gerechter wäre. Die Piraten in Niedersachsen zum ersten Mal bei den Landtagswahlen dabei. Am Anfang sah noch alles gut aus, dann nicht mehr. 3% sagen die Umfragen, doch die Piraten glauben weiter an den Auf- und Einstieg in den Landtag. Ob das wohl geht? Die Wahlerfolge sind vor allem auch ein Resultat dessen gewesen, dass hier Protest sich artikuliert hat, dass hier einfach ein Ventil gewesen ist, wo sich Protest artikulieren konnte. Nur dafür musste die Partei sozusagen sichtbar sein, sich als Alternative überhaupt präsentieren können. Und das gelingt ihr aktuell eben nicht. Die Piraten haben es schwer, auch mit der Flyer-Aktion für fahrscheinloses U-Bahn-Fahren. Will nicht so richtig. Viele denken, das wären Informationen der Östra zum Schwarzfahren. Und das kann man natürlich in diesen wenigen Sekunden auch nicht richtig stellen. Das ist dann so. Einige interessieren sich dann doch für das Piratenprogramm, kritisieren aber auch zugleich. Zum Beispiel Freiheit im Netz finde ich nicht ganz so gut. Inwieweit? Was kritisieren Sie bei Freiheit im Netz? Ich finde, da wird zu viel Unfug betrieben. Was ich da alles höre, das gefällt mir einfach nicht. Und ich denke, die Politik ist ein so schweres Geschäft, da müsste mehr Erfahrung von den Piraten vorliegen. Einfach nur gegen alles sein würde mir nicht reichen. Wir sind ja gar nicht gegen aber alles. Aber gegen vieles. Wir sind mehr für Sachen. Ja, ich glaube das schon. Ja, das finde ich auch toll. Mehr von den Reichen weg zu den Armen. Dafür will ich schon. Unter anderem auch. Ja, genau. Genau, aber ich muss weiter, leider. Danke. Und 20. dran denken, vielleicht doch Piraten. Derzeit liegen die Piraten bei 3%. Ihr Programm zielt auf Freiheit, Transparenz und mehr Datenschutz. Trotz der einen oder anderen Unstimmigkeit in den niedersächsischen Landtag wollen sie geschlossen mit mindestens 6%. Da sind die Piraten sich einig.